Da gibt es so richtig lange Rolltreppen in Tokio. Cheers! Okay, wenn mir jemand fragen würde, wie weit Tokio von meiner Heimat entfernt ist, dann würde ich dir ganz klar sagen, es sind 9.446.000.000 Millimeter. Und ich war noch nie so viele Millimeter von daheim weg. Für andere schaut es vielleicht aus wie Urlaub, aber für uns ist es eine Mission. Servus alle miteinander, ich bin der Dolinger Stefan. Ich bin der Matthäus. Also ich bin der Philipp. Und meine Aufgabe bei dem ganzen Projekt war... Wo ich der Fotograf und Initiator, der ein bisschen sagen... Filmemacher zu sein. Der Athlet zu sein. Parcours mit Fotos zu verbinden ist eine ganz andere Welt, wie wenn ich jetzt ein Video drehe oder wenn ich einen Wettkampf mache. Da muss man ganz, ganz anders vorgehen an die Sachen. Das hat mich nachher motiviert, dass ich da einfach die neue Challenge in Angriff nehme. Ja, ist einfach... Fette Stadt. Unglaublich, kann man sich gar nicht vorstellen. Muss man einfach mal hin, dass man das sieht. Und das war aber ein Grund auch, dass man sagt, hey, fahr nach Tokio, dass man das mit eigenen Augen sieht. Ja, was leid, was geht eigentlich? Wir fliegen nach Japan. Was bist du für ein Level? Level 7 und ein Leben habe ich noch. Hallo. Ich hab gerade mein Glas, also mein Becher gekraut. Der Flug war richtig geil, ich habe eine Dreierbank für mich langgekommen, habe ich schlafen können. Philipp und Matthias ja nicht so. Erster Tag, ich glaube, jeder war ziemlich fertig. Langer Flug gehabt, also 14 Stunden. Dann sind wir angekommen und jeder wollte nicht noch ins Hotel. Wo ich das erste Mal japanischen Boden betreten habe, war ich so müde vom Jetlag, dass ich eigentlich gar nicht viel mitgekriegt habe von dem ganzen Spaß. In der Früh in Japan umkommen und nachher haben wir so ein bisschen den ganzen Tag überbrücken müssen, weil wir natürlich in die Routine reinkommen wollten, die was 7 Stunden vor unserer Zeit wieder heim ist. Gerade nicht hinlegen hat es geheißen und gerade nicht irgendwie einschlafen oder mal 5 Minuten chillen. Mitten in Japan, oder? Nein, mach gar nicht. Mitten in Japan, oder? Mitten in Japan. Und nachher sind wir so ein bisschen durch die Stadt gewandert, haben so eben so ein bisschen die Nachbarschaft erkundet in der Nähe vom Hotel und haben so unsere ersten Eindrücke von Tokio gesammelt. Ja. Wir haben eigentlich gar nicht geplant gehabt, dass wir schon am nächsten Tag shooten anfangen, weil wir zuerst einmal gesagt haben, hey, schauen wir uns mal die City an und schauen wir uns mal ein paar Spots an, bevor wir dann wirklich arbeiten anfangen. Aber dann hat das Wetter für uns eigentlich entschieden. Wir haben gesehen, das Wetter ist gut und ja, wir haben echt einige Spots gehabt, würde ich mal sagen, und viele Locations. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt starten wir kleine. Und ja, jeder mal motiviert, dass wir coolen Content gleich produzieren. Nach
nach ein bisschen einer heftigen Anreise gestern, wo wir ziemlich müde waren, sind wir heute am ersten Tag in Tokio unterwegs. Ja, wir sind jetzt im Skytree hier und wir wollten ja auf, also wir hätten eine Location gehabt, oder die, was wir lässig gefunden hätten. Es war noch ein bisschen schwierig, da reinzukommen oder ohne Permit ist es einfach nicht gegangen. Wir sind jetzt da vom Skytree. Und dann haben wir ein bisschen umgeschaut und haben nachher ein Brücken gesehen. Wir sind am ersten Spot, das ist nicht der Money Shot, wir probieren einfach mal anzufangen. Das Schwierigste ist immer anfangen. Sobald man mal den ersten Shot gemacht hat, geht es irgendwie richtig dahin. Also das war dann auch da so. Wir haben dann unsere erste Idee nicht umsetzen können, sind dann aber zu einem alternativen Spot gefahren und ich glaube, wir haben da auch ein ziemlich geiles Foto ausgezaubert. Jetzt haben wir da mal ein paar Posen ausprobiert, da ohne wird schon dabei sein. Es war cool, dass wir meinen ersten Shot gehabt haben, oder? Dass wir mal angefangen haben. Also der Backflip geht jetzt genau aus und aus dem Hintergrund hast du den Skytree mit 600 Meter oder was. Schon ein spezielles Foto auf jeden Fall. Es war eigentlich immer so, der Matthäus hat viele Spots eingeplant gehabt. Also echt, der war da brutal gut organisiert und gut aufgestellt und hat schon gewusst, wo wir ungefähr hingehen sollen. Also wenn man das ein bisschen vergleicht mit einem Videodreh, ist das komplett eine andere Welt. Man hat die ganze Zeit ein anderes Outfit. Es hat prinzipiell keine flüssige Story, weil man beim Videodreh schaut, dass irgendwie die Spots zusammenhängen. Und bei den Fotos ist es so, okay, da ist jetzt ein Spot mit einem anderen Outfit, mit einem anderen Trick. Und da ist der nächste Spot mit einem anderen Outfit und einem anderen Trick. Und da haben wir eigentlich nichts miteinander zu tun. Wir haben da eine richtig geile Stirn gerade und der Stevie macht da ein paar Flips. Matthias macht ein paar Fotos. Die Tricks, was du bei einem Videodreh machst, die passen nicht zu einem Fotoshooting. Man hat zum Schluss nachher immer einen Trick, der was genau in der Sekunde für mich passen muss, von der sportlichen Sicht her. Und gleichzeitig muss der Matthäus genau in dem Moment andrücken, wo ich in der richtigen Position bin. Und das macht das natürlich eine richtige, krasse Herausforderung für beide Seiten, andererseits für mich aus sportlicher Sicht, damit ich trotzdem mit 15 Fotos, bei jedem Foto die Vielseitigkeit von meinen Tricks außer der Hole. Und gleichzeitig ist das eine brutale Challenge für Matthäus, dadurch, dass er eben auch nicht aus dem Parcoursport kommt und auch vielleicht nicht genau weiß, wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Andrücken. Also in der Stadt wie Tokio, da gab es ja wahrscheinlich tausende Spots, die cool sind und wir wohnen jetzt eigentlich ein paar. Und wir haben geschaut, dass wir irgendwie ja, schon irgendwie das Japanische mit reinkriegen. War das Unrealste überhaupt, war safe das Teamlabs. Von meinem Gefühl her war das Teamlabs eine richtig geile Location. Teamlabs ist für das Foto nicht so easy gewesen, sage ich jetzt einmal, weil es ist relativ dunkel. Aber die Lichter-Show da drin, ich hab mir gedacht, ich bin bei Avatar 2 am Start, gell. Die Lichter wechseln ja brutal schnell. Du musst halt dann mit deinem Shutter-Speed schon runtergehen, dass es hier ausgeht. Dass du nachher halt mit dem Fokus auch scharf bist, das war immer nicht so easy. Naja, ist ja sowieso reizüberflutet von der ganzen City, aber da drin geht das nochmal auf ein Next Level. Also das war einfach allein schon mit das Einigieren und das mit den ganzen Lichtern, das war so ein magischer Moment für mich und das war so geil, dass wir da eben die Genehmigung gekriegt haben, dass wir da shooten haben dürfen. Ladies and Gentlemen, wir waren jetzt gerade im Teamlabs. Das war eine geisteskranke Aktion. Also der erste Raum, da, wo wir geshootet haben mit den Lichterstrahlen,
Also das schaut nicht auf die Fotos krank aus, es ist ein real komplett geisteskrank, richtig, richtig magisch, also wenn du reingehst. Und ich glaub, das ist sogar ein real brutaler, wie es auf die Videos zeigt und auf die Fotos. Ja, das stimmt. Also wenn du reingehst und da gibt es so ein paar Effekte, so den grellen Weißton, der fährt da so ein Schirch ins Auge und da nimmt es dich richtig ein bisschen mit. Das finde ich richtig geil. Die Fotos, glaube ich, sind auch richtig krank geworden. Sagst du dazu? Mega. Also kommst du nach Japan, kommst du nach Tokio und schaust dich das an. Das ist echt krank. Ja. Das ist richtig wachs. Also, das ist neue Welt. Ja. Das ist echt eine neue Welt da drin. Also definitiv bei mir in der Top 3. Wir rasen jetzt zum Tokyo Tower, oder Matthäus? Yes! Let's go! Ich brauche auch nur die Bestätigung, weil ich habe keine Ahnung. Eigentlich der zweite Tag, den haben wir eigentlich schon ziemlich durchgezogen. Klein früh gestartet und haben eigentlich bis zum Abend haben wir fotografiert, beziehungsweise zum Schluss haben wir gescoutet, aber das war schon ein sehr langer Tag. Wir sind einfach durch die Stadt gegangen von Spot zu Spot. Und nachher habe ich natürlich meinen Kopf mit, wo meine 20 verschiedenen Outfits sind. Nachher überlege ich schon mal, okay, welches Outfit hat jetzt super zu dem Spot passen. Nachher probierst du, von wo shootest du das Ganze. Und nachher kommt auch noch der Zeitdruck wegen dem Licht vielleicht dazu. Und nachher kommen halt schon so Stresssituationen, wo du dann hast, okay, passt, jetzt müssen wir den Shot machen. Das Zeitfenster haben wir, das Outfit nehmen wir jetzt. Und nachher schauen wir, was rauskommt. Und was ich mich erinnern kann, was auch schwierig war, da waren wir in Yuko. Da ist eben so eine richtige Allee, wo links und rechts die ganze Schüttel sind auf Japanisch und da war jetzt so viel los. Steve hat da einen Trick gemacht und wir haben das mit Blitz gemacht und dass die jetzt mal nur einen Versuch oder dass das halt gescheiter blitzt. Wenn man ein gutes Team hat mit den richtigen Leuten und jeder in seiner Position einfach weiß, was er zum tun hat, können da allein coole Sachen rauskommen. Mittlerweile ist es schon wieder dunkel geworden und wir haben jetzt einen richtig fetten Stirn-Spot mit einer Laterne drüber gefunden. Okay, wir sind jetzt fertig mit dem Stirn-Spot. Ich bin richtig, richtig zufrieden mit den Fotos. Ich glaube, die können sich sehen lassen. Gleichzeitig haben wir noch ein kleines Reel dran mit einem Backflip da. Verschiedene Szenen einbaut und ja, kann man happy sein. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Spot. Auf geht's! So, da, wir sind um 5 Uhr in der Früh unterwegs zu einem Sunrise-Spot. Und es ist jetzt ungefähr 6 oder 5 Uhr. Ich bin scheiße müde. War ich schon ein bisschen mehr, muss ich schon sagen, weil wir halt auch davor schon ein paar Drehtage gehabt haben, was sehr intensiv waren. Und nachher sind wir um, lass mich liegen, 4 Uhr aufgestanden, 4:30. Auf jeden Fall brutal früh. Wir fahren jetzt zu einem klassischen japanischen Tempel und wollen ein paar Sunrise-Shots machen. Leider ist da gerade voll bewölkt. Und ja, mal schauen, was hergeht. Schauen, ob wir irgendwie geile Schüsse kriegen oder ob es ein bisschen aufreißt, hoffentlich. Es ist voll crazy, in Tokio geht um 5 Uhr die Sonne auf, um 5 Uhr in der Früh. Ja, was? Mir ist Community-Kreis. Das stimmt, ja. Wir sind sehr gewohnt. Der da hinten, der bringt sowas gar nicht auf die Reihe. Der Hund steht jetzt schon eine halbe Stunde vor dem Automaten und da schaut es nicht zusammen. Kannst du ja bei der Bull auskaufen. Steve, kauf dir eine Bull. Wir sind nachher in der Früh zu dem Tempel gefahren, ich war scheiße müde, die ganze Crew war eigentlich schon ein bisschen gar. Dann haben wir uns in den Zug reingekraut oder in die U-Bahn. Haben wir 3/4 Stunden gefahren, ich habe mal einen Rösler tun. Boah, ich bin aber so schlecht bei so Highlights, weil für mich ist aber das ist Gesamtding, eigentlich, muss ich sagen. Also ich finde, dass wir extrem coole Zeit gehabt haben. Ja,
der Pikachu-Typ, der was da so rumgeschrien hat mit seinem Bluetooth-Mikrofon oder so. Was ist denn da? Also was ich mir nie gedacht hätte, dass es so crowded ist, also dass so viele Leute sind. Also ich habe echt Situationen gehabt in der U-Bahn, die so gestopft voll war. Also da haben wir nicht vorstellen können, dass da nicht Leute reinpasst, aber es ist trotzdem gegangen. Dass die Hunde einfach keine Mulkriebe haben, ist das, was mir am meisten aufgefallen ist. Dass du mal kein Mensch Englisch kann hunden. Das ist schon mal ein Punkt. Yeah, how much yen? Did you do a Cabana Station? Sorry. All good. Da gibt es so richtig lange Rolltreppen in Tokio. Nehmen wir uns tief schlafen. Also das ist unbeschreiblich anstrengend. Der Hund schnarcht. Wir haben den einen Tag gehabt, wo wir mal gesagt haben, hey, jetzt ist mal Zeit für Spaß und jetzt ist mal Time off. Ja, der Ausgehen war schon witzig. So beim Ausgehen, da sind schon richtig lustige Geschichten passiert. Aber der muss es wissen, nein, der kann mich auch rufen. Genau, das war der Tag, wo man nachher das Knie angefangen hat werden. Und ja, nachher war es halt ziemlich in der Früh, dann hast du schon mal gar keine Motivation, da irgendwie in Richtung Sport irgendwas zum tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. War auf jeden Fall kein charmantes Gefühl, das zu machen da in der Früh, ja. Schaut wahrscheinlich am Foto besser aus. Wie es sich angefühlt hat. Ja, wie im Video. Ja, im Video, ja. Ich glaube, das beschreibt das dann ganz gut, ja. Unsere 10 Schüsse haben wir halt probiert, bis wir nachher eher verjagt worden sind von dem Spot. Oh. Also natürlich muss man differenzieren, wie das Boot ausschaut, was für Trick da jetzt am besten ausschauen könnte. Alles, was halt so in gestreckter Position ist, in verschiedenen Winkelarten und so, kann immer geil kommen fürs Foto. Also Backflip mit 3 Schrauben, das bringt dann nachher im Foto einfach gar nichts. Oder einen doppelten Salto, das sieht ja im Foto keiner, ob ich mich da jetzt 4-mal dran habe, 2-mal dran habe, 1-mal. Ein Star-Fotograf kommt daher und hat sich jetzt mal ein Stativ gekauft. Mitten in Tokio. Mit einer großen Verpackung. Was ist eine Verpackung? Kann man ruhig einmal her sagen. Was ist eine Verpackung? Das war das Kriterium. Was ist eine Verpackung? Kannst du dein Handy halten? Wie viel hat das gekostet? 15 Euro. 15 Euro? 15 Euro. Und das verwahrt der Wind nicht, oder? Ah ja. Solide. 50 Kilo halt. Also, da stehen wir mitten in der kranksten Kreuzung der Welt. Es ist wirklich eine Rasse-Challenge. So viele Leute
Angeblich sind da bis zu 15.000 Leute gleichzeitig auf der Straße und wir probieren da, dass ich da rausstich. Ich finde, unsere Spots waren richtig unterschiedlich, super divers und haben alles Mögliche mit dabei. Wie würde ich den ganzen Trip zusammenfassen? Also ich würde mal sagen, es ist eine mega kranke neue Erfahrung. Das war uns schon wichtig, dass wir das Land erleben, dass man nicht nur für die Arbeit ist, weil das ist ja oft so, dass man wo hinfährt und dann einfach nur beruflich da ist. Und ich finde schon, dass wir in 8 Tagen Tokio richtig gut gesehen haben und einfach Leute kennengelernt haben. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung von Tag 1 bis zum letzten Tag. Wir haben richtig geile Erfahrungen gesammelt, spaßige Aktionen gehabt, lustige, hektische Sachen, wo wir nicht gewusst haben, wie wir da jetzt weitermachen. Ja, die Hütten sind da ganz gut bewacht, wie man sieht. Da drüben ist der Dollinger. Macht sie auf dem Weg nach oben. War einfach ein geisteskranker Trip und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da dabei zu sein. Am Ende des Tages sind wir alle gesund und munter wieder heimgestartet mit neuen Lebenserfahrungen und sind auf jeden Fall wieder hyped für die nächste Geschichte.